Hallo und herzlich willkommen zurück zu Legend of Grimrock 2. Ich bin Mr. Cuttafee, euer Let's Play in das Kaninchen. Und ich möchte jetzt, da wir ja doch relativ dicht vor dem Ende sind, so gehe ich mal davon aus, noch ein paar Kleinigkeiten machen. Und zwar, zum Beispiel die Sets sammeln. Ich möchte wenigstens noch das Rogue-Set haben wir ja schon gehabt. Und es gibt ja noch weitere Sets, zum Beispiel das Meteor-Set. Und da hat mir Karana zu Recht gesagt, das habe ich schon komplett, ich Vollidiot habe es nur nicht komplett aufgesammelt, beziehungsweise mitgenommen, denn das Meteor-Schild lag bei uns noch im Hub. Und wenn ich das komplett nehme, habe ich die Errungenschaft Heart of the Rock. Und wie ihr seht, leuchtet das hier fröhlich vor sich hin, denn ich habe 100 Fire Resistance. Wie geil ist das denn? 100 Fire Resistance. Tja, das nehmen wir doch auf jeden Fall. Und dann ist noch etwas, was ich absolut nicht gesehen habe, was ich einfach überlesen habe. Und zwar dieser Ring on a String. Wenn man sich das durchliest, das ist ein Ring, der fein gravierte Linien in einer unbekannten Sprache draufgeschrieben hat. Und die Schwerkraft ist super schwer, also der ist super schwer für seine Größe. 2 Kilogramm für einen Ring. Ne, wenn man bedenkt, dass die Kette hier nur 0,3 Kilo wiegt. Und man hört feine, seltsame Stimmen flüstern über die Kraft. Das ist doch voll der Ring aus Herr der Ringe. So, dann das nächste, was ich jetzt gleich machen möchte. Ich will mal gucken, ob ich beide gleichzeitig nehmen kann. Und zwar die Archmagers-Sache. Die ist nämlich... Jetzt muss ich gucken, wo ich hier am besten rauskomme. Ich werde euch dazu holen, wenn ich... Bis gleich! Und da bin ich wieder. Ich befinde mich im Cache bei den Rattlingen. Und hier gibt es den zweiten Teil, oder beziehungsweise den nächsten Teil, der... falscher Seite. Hier. Und zwar zum einen gibt es hier den Orb of Radiance, den kennt man ja schon. Und hier ist der Archmage-Mantel. Boah, der ist nicht schlecht. Was bringt die? Kennen wir ja noch aus dem ersten Teil, dass das Teil frisch fröhlich vor sich hin leuchtet. Ist so eine Sache, wozu soll ich, also ist ganz nett und so natürlich, aber brauche ich nicht, da ich ja den Lichtzauber vernünftig kann. So, damit habe ich den letzten Schlüssel auch verbraucht, den ich habe. Ich hoffe, ich brauche keinen mehr. Und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. So, und jetzt sind wir beim nächsten Punkt. Der wird nicht ganz so einfach, da werde ich ein bisschen sterben. Ein bisschen mich verletzen. Und zwar muss ich nämlich hier runter. Und hier soll irgendwo... Da ist ein Schalter. Ah, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, ich Volldepp. Ich bin zweimal in die falsche Richtung gelaufen, ich Volldepp. Okay, wie dem auch sei. Wir haben den Schalter gefunden, den wir beim letzten Mal nämlich eiskalt ignoriert haben. Und jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich hier jetzt wieder rauskomme. Ach hier, genau. Und hier hat sich jetzt deswegen die Wand geöffnet, diese. Und das ist noch ein Secret. Hier befindet sich ein Crystal Shard of Protection. Und der Archmage Cap. Yay! Damit haben wir die Archmage Klamotte vollständig und haben die Errungenschaft. I have the power of Grayskull. Und... Deise bringt auch irgendetwas. Muss ich mal ganz kurz gucken, dass die nicht hier irgendwo mit angezeigt werden. Die bringt, soweit ich das richtig weiß, Energie. Kann man noch sehen, hier 50 Energie, genau. Ich nehme mal nicht den Helm, damit das besser seht. Seht ihr, die 50 Energie bringt es. Sehr gut für Magier. Gut. Sehr schön, damit haben wir die Magierklamotte auch vollständig. Jetzt fehlt nur noch eine, und zwar die Crystal. Gucken, ob wir die auch noch kriegen. So, für die Crystal Armor fehlt uns eigentlich nur noch ein Teil. Wir haben das Schild, wir haben Kopf, Beine, Füße und Handschuhe, und hier fehlt uns nur noch die Rüstung. Und die ist in den Flooded Dungeons. Und da muss ich jetzt mal gucken, dass ich jetzt hier möglichst erstmal wieder irgendwo hinkomme, wo ich atmen kann, damit ich mich ein bisschen orientieren kann. Und auch ein bisschen Licht machen kann.
So. Und hier soll ein Schalter versteckt sein, den man übersieht. Da. Ha. Okay, ich gehe erstmal schnell noch Luft holen, bevor ich hier sterbe. Ich habe sie nämlich schon gesehen und da will ich jetzt nicht sterben. Weil ich keine Luft mehr habe. So. Ja, da ist man in Panik und geht da hinten natürlich nicht groß weiter, aber das hätte man finden können. Und da ist die Crystal Armor. So. Hops. Gehen wir hier noch raus. Und jetzt können wir die Crystal Armor eigentlich mal anlegen. Ich leg die mal kurz mir an. Einfach aus Spaß. So, und jetzt natürlich noch das Schild. Leuchten! Shiniest Knight of them all Achievement! Und die bringt auch irgendetwas. Die erhöht die Evasion. Achso, das ist das Schild. Was bringt die? Alter, schaut euch an. 80 Lebenspunkte extra. Holla die Waldfee. Ist aber nichts für mich, weil ich... Ach, das ist Light Res... Light... Aber nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Die Rogue-Rüstung bringt übrigens, soweit ich das gesehen habe, gar nichts. Bringt bei ihm ja auch nichts, weil er ja damit nicht mit Schild kämpft. Ich könnte das für Don Bakker nehmen, aber der hat die Feuerrüstung und die ist eigentlich cooler. So, du hast schon wieder Hunger. Na egal. Ja, das war dieses Set. Und damit haben wir alle Sets, die Achievements bringen, zusammen. Bei den anderen ist so eine Sache. Und das sind auch die einzigen, die irgendeinen Bonus bringen, einen Set-Bonus. Ja, das wollte ich nur mal ganz kurz noch holen. Bis gleich. Und da bin ich wieder. Und zwar was total Lächerliches. Was wirklich, wirklich Lächerliches. Und zwar habe ich ja immer diese Stelle gesucht. Oh, ich will mal ganz kurz selten töten. Die nerven nämlich schon ein bisschen an, diese Viecher gerade. So. Nämlich ja schon arg verletzt, wie ihr seht. So, diese Stelle haben wir einfach nicht gefunden und ich bin so blind. Ich bin so dermaßen blind. Ich stehe direkt davor. Hier, das ist die Stelle. Schaut sie euch an. Da? Da. Ich muss... Hier ist der Stein. Hier ist das Blumenbeet. Da sind zwei Bäume. Es ist so offensichtlich. Es ist so offensichtlich. Oh nein, wie unerwartet. Und darin befindet sich ein weiteres Stück der Reed Armor, ein Stück Käse und Schurken. Käse ist natürlich geil. So. Ah ja, so. Und damit haben wir nämlich auch noch diese Reed Schuhe. Und auch dieses Rätsel gelöst. Jetzt befinde ich mich im Trickroot Forest. An der Stelle mit diesem Schild, wo wir überlegt hatten, wo die Fragen aufkamen, so, was war das denn, was heißt das denn? Und wir hatten ja zwischenzeitlich auch schon mal des Rätsels Lösung sozusagen dabei. Wir hatten ja die, diese Anleitung, die ich bis heute nicht verstanden habe. Ich muss mich korrigieren. Jemand hat... Nicht nur jemand, sondern Dark Icarus hat mir die ausführlich erklärt, wie die richtig zu lösen ist. Und dafür vielen, vielen Dank. Aber ich habe es nicht wirklich verstanden. Ich bin dafür zu dumm. Deswegen gibt es ja aber fantastische Anleitungen. Und zwar, man muss 1 nach links, 3 nach vorne, 1 nach links, 1 vorne und dann graben. So einfach kann es gehen. Und da drin befindet sich ein Stahlarmband, ein goldener Schlüssel. Und eine Shield Potion. Okay. Der Stahlarmband Protection plus 1 und Strength plus 1. Da ich bei den Armbändern und überhaupt generell bei den ganzen Sachen total willkürlich hantiere, wie mir auch schon gesagt wurde, dass ich da nicht wirklich logisch vorgehe. Kann ich das wegnehmen? Oder bin ich da nicht mehr bei 100? Nee, muss ich nicht.
Alter, du bist so immun gegen alles. Guckt euch die Werte an. Egal. Haben wir das auch noch. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und jetzt habe ich gerade noch eine Kleinigkeit gemacht, und zwar, ich bin ja ein ganz, ganz großer Freund von Achievements, und deswegen habe ich mir jetzt noch alle Treasure Chests, also es waren nur noch zwei Treasure Chests, die ich noch brauchte, glaube ich, also, ne, die hier und noch, ist egal. Jedenfalls, in der letzten Treasure Chest, es ist ja eine Reihenfolge, wenn ihr nämlich das Achievement habt und die letzte Chest öffnet, da befindet sich ein Rites of the Moon, ein Letter und ein Gold Key. Okay, was ist denn das hier? The pages of this book are scribbled full with unknown ancient runes and... Och, irgendwie weiß ich nicht. Erstmal lesen, was das ist. As my last will and testament, here are my most prized possessions for whoever solved my final puzzle, Jacob Riddle. Okay... Okay. Ja, würde ich sagen, hauen wir uns mal... Ich speichere lieber vorher. Bevor ich jetzt... Wenn ich jetzt sehe, dass das eigentlich total für wen anders wäre. Du bist irgendwie verändert. Ich habe nicht gesehen, was sich verändert hat. Ich habe nicht gesehen, was sich verändert hat. Tja. Okay. Finde ich vielleicht gleich noch raus. So, und da bin ich. Ich bin jetzt auf der Suche nach einer kleinen... also nebenbei, erstmal kurz. Ich habe herausgefunden, was das mit dem Moon ist. Und zwar verändert das die Werte abhängig davon, ob es Tag oder Nacht ist. Und zwar ein paar Resistance und noch irgendwas. Ist also ganz nett, aber bei ganz nett bleibt es auch. Vor Ewigkeiten habe ich dieses Horn of Summoning gefunden. Und ich, da wurde mir gesagt, so von wegen, ja haha, bei den nächsten Bosses wird es noch schlimmer. Und ich habe bisher noch keine gefunden. Vielleicht ist euch das ja auch aufgefallen. Und das sind Secret. Es gibt noch zwei Secret, also versteckte Bosse. Einer ist hier, man sieht das hier schon ein bisschen angedeutet, an dieser Stelle, da ist noch irgendwas. Und ich bin jetzt hier an dieser Stelle, hier hinter. Und hier ist dann noch dann gleich der Secret Boss, der nächste. Und das ist nämlich ein Buch, was ich haben möchte. Und dafür würde ich sagen, legen wir doch einfach mal wieder... Wo ist denn meine Kanone? Da ist meine Kanone. Legen wir nämlich mal die Kanone wieder an. Nehmen mal die... Die Poison Bomb ist blöd. Ice Bombs wären ganz... Lightning Bombs können wir mal noch mitnehmen. Nee, du kannst das behalten. Tu mal denn die weg und die auch noch. Du hast das und du müsstest die Ice Bomben irgendwo haben, ne? Hier. Genau, die Frost Bombs. So. Sicher ist sicher. Gut. Dann würde ich sagen, hauen wir uns die Shield Potion rein. Du machst dir ein Schild. Und wir blasen das Horn. Wir blasen das Horn. Okay. Okay. Ich hätte erwartet, also jetzt habe ich auch die Achievement Having Genesis Time. dass da jetzt was Schlimmeres kommt als 3, 4 von diesen Steinwesen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, deswegen habe ich mich gerade so hart ausgerüstet. Aber nun ja, wir haben einiges an Steinchen gefunden. Du kannst das wieder in die Tasche nehmen.
So, weiter. Das kommt hier wieder hin. Wir haben langsam auch wieder ein bisschen Munition. Ja, und gefunden haben wir ein Tome of Knowledge. Das bringt ein, warte mal, ein Skillpunkt. Dann gucken wir doch mal. Du bist schon ziemlich weit. Du, ich glaube, das wäre am besten bei dir, damit wir da noch besser mit dem Throw umgehen können. Dann können wir nämlich hier Throwing erhöhen. So. Fantastisch. Und dies war der erste von mir zwei bekannten Secret-Bossen. Der nächste folgt gleich. Okay, ich habe gelogen. Also es ist nicht gelogen. Ich wusste es nicht besser. Es gibt scheinbar, also jedenfalls das, was ich dachte, wäre der zweite Secret-Boss, ist kein Secret-Boss. Dementsprechend werden wir diesen Boss definitiv noch sehen. Und ich weiß nur von diesem Stein-Boss. Damit bin ich aber eigentlich auch schon am Ende dieser Aufräumfolge. Bin wieder da, wo wir aufgehört haben. In der nächsten Folge geht es dann hier an dieser Stelle weiter. Und jetzt wollen wir uns endlich mal dem Ende nähern, nachdem wir noch mal ein bisschen in den Secrets aufgeräumt haben und in den fehlenden Items. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss.